Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Darkest Dungeon. Eigentlich ist das schon die übernächste Episode, allerdings hat die Aufnahme beim letzten Mal nicht geklappt, was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf menschliches Versagen zurückzuführen ist, oder kurz gesagt, ich war zu doof, die F9-Taste zu drücken. Aber sei dem nun wie denen sei. Letzte Episode ist leider verloren. Was habt ihr versäumt? Ich habe eine Quest durchgeführt, habe es ja, irgendwie geschafft, dabei niemanden zu verlieren, obwohl es reichlich knapp war, und habe ein paar neue Rekruten aufgenommen. Zusätzlich haben wir freigeschaltet hier den Schmied, wo wir unsere Waffen verbessern können. Es dauert wieder ein paar Sekunden, bis es lädt. So, hier ist der Schmied. Da können wir dann unsere Helden mit besseren Waffen und mit besserer Rüstung ausstatten. Zum einen ist das freigeschalten worden und zum anderen die Gilde. Und in der Gilde, das ist dann natürlich besonders spannend, können wir zum einen die vorhandenen Fähigkeiten hier hochleveln und natürlich auch andere Fähigkeiten dann freischalten. So. Das haben wir versäumt. Oder das habt ihr besser gesagt versäumt, leider Gottes. Und wir haben ein paar neue Rekruten eben aufgenommen, unter anderem auch eine neue Heldenklasse, die ich bis dato noch nicht kannte. Nennt sich Seeker Man at Arms. Ja, ist ein alter Schlachthaudegen, würde ich jetzt mal sagen. Kämpft am liebsten in den vorderen Positionen. Wäre also ein guter Satz für unseren Kreuzritter. Ja, mit ein paar ganz guten Eigenschaften. Die muss ich selber auch erst austesten. So, genau, also an der Stelle können wir jetzt wieder fortsetzen. Ich muss mich jetzt selber auch wieder mal kurz orientieren, ob wir jetzt tatsächlich schon hier was freischalten. Aber vielleicht sollten wir uns zunächst mal ansehen, mit wem ich überhaupt die nächste Mission machen möchte. Und ob es jemanden gibt, bei dem ich noch Stress abbauen will. Nachdem der gute Renan, unser Kreuzritter, jetzt schon ein bisschen Stress aufgebaut hat, würde ich sagen, dass der sich mal eine Auszeit verdient hat. So, gibt es da irgendwas? Okay, er kann nur beten. Schauen wir mal, ob da ein Plätzchen frei ist. Pray to a higher power. Na bitte. Da schicken wir den mal rein. Das haben wir auch, glaube ich, abgegradet hier. Nö. Haben wir leider nicht. Wir haben nur die Meditation hier oben abgegradet. Natürlich die Frage, ich spare mir jetzt auch an der Stelle mal das Upgrade. Mal schauen, ob ich das vielleicht nachher mache. Auf jeden Fall den schicken wir mal in die Reha. So. Und dann haben wir noch hier unsere Courtney. Die ist auch nicht mehr bei bester psychischer Gesundheit. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob wir die nicht einfach feuern und stattdessen hier die Folio einstellen. Also die zu heilen, quasi psychisch zu heilen, würde uns gut... ja, würde uns weit über 1000 Goldstücke kosten. Ich bin bei der mit ihren Fähigkeiten nicht ganz so zufrieden, weil sie leider nicht heilen kann, und das hat mir in der letzten nicht aufgenommenen Mission auf jeden Fall den Arsch gerettet. So, ich würde also sagen, trotz allem werden wir unsere gute Courtney hier feuern. So, wie geht denn das hier? Kann ich die auch hier? Wahrscheinlich hier? Ja, genau. Dismiss Hero. Jupp, yep, und tschüss. Mach's gut und danke für den Fisch. Und stattdessen... Cast aside like a spent torch. Stattdessen nehmen wir hier eine neue... wie heißt's? Schützin. Armbruststützin, genau. So, die kämpft am liebsten hinten. Jetzt schauen wir mal. Mit welchen Leuten würden wir die nächste Mission ziehen? Also den nehme ich auf jeden Fall mit, der ist vorne. Dann haben wir auch hier einen neuen Highwayman. Der kann ganz gut an der zweiten Position kämpfen. Hat leider keinen Grapeshot Blast, schade. Das hätte ich natürlich ganz gerne. Dafür hat er hier das Duelist Advance. Das heißt, er kann sich, wenn er verschoben wird, weil wir überrascht werden oder so, hier um eine Position nach vorne bewegen, ohne dass ich dann extra Zug dafür aufwenden muss. Kann auch ganz hilfreich sein. Gut, also der könnte in Position 2 oder 3 kämpfen. Dann brauchen wir unbedingt noch eine Heilerin. Die Cruel, die ist inzwischen zurückgekehrt. Die haben wir auch auf Reha geschickt quasi.
Die könnte auch in Position 3 oder maximal 4 kämpfen. Da haben wir noch eine andere. Die Sumneri. Naja, auch eher 3. Also für ganz hinten habe ich jetzt noch niemanden für die vierte Position. Was ist eigentlich mit dem Malvalet? Ja, der wäre hinten ganz gut aufgehoben, hat aber keine allzu guten, also nicht perfekte Attacken von hinten. Was hat er denn? Die Plague Grenade und Blinding Gas. So, und auf alle Fälle würde ich eigentlich auch gerne jemanden mitnehmen, der heilen kann. Kannst du heilen, mein Freund? So, Command, Bellow, Rampart, Crush. Nö. Er kann schon mal nicht heilen. Eine von den beiden hier. Nee, auch nicht. Nee. Die hat prinzipiell eine Heilfähigkeit, aber die müsste man eben erst freischalten. Na, schwierig. Also ohne Heilerin oder ohne Heil-Spell möchte ich eigentlich nicht in den nächsten Krieg ziehen. Ja, nee. Auch der Plague Doctor hat nichts anzubieten. Wie schaut es eigentlich mit dem Highwayman aus? Nö, ja sorry, es dauert jetzt gerade ein bisschen, aber das könnte jetzt eventuell entscheidend werden. Oh, na klar, ja, die Cruel. Also die können wir mitnehmen zum Heilen, zumindest ein bisschen. So, oder natürlich hier die Grace. Die hat Dazzling Light, Divine Grace. Ja. Die können wir auf die vierte Position setzen. Entweder sie oder den Malvalet. Haben beide dann zwei Spells von der vierten. Ne, der hat sogar drei Spells. Okay, dann steht es, glaube ich, relativ fest. Malvalet muss mitkommen. Ne, muss er nicht, denn die Mark können wir auch nehmen. So. Dann schickt man den Malvalet nochmal hier. Ah, okay, der geht auch nur zum Beten. Hm. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal die nächste Mission. Ich warte noch mit den Upgrades hier. Mal schauen, ob wir überhaupt alle überleben. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, wen wir da so zusammen glauben können als ganzes Team. So, Medium, Medium, Short. Dann nehmen wir eine Short-Map. So, du kommst auf jeden Fall mit. Wer bist du? Da ziehen wir euch mal raus. So, dann haben wir gesagt, die Cruel, die hat zwei Heilspells, die kommt auf jeden Fall mit. An Position 3, der Malvalet, der kommt nach ganz hinten. Und den Dimar hätten wir auch noch anzubieten, der kann auch gut auf Position 2 kämpfen. So, Team steht fest. Jetzt schaue ich nochmal schnell, welche Trinkets wir haben. Okay, das ist beides klassenspezifisch. Die Helden haben wir noch nicht, den Chester und den Leper. Den könnte man mitnehmen, aber ich glaube, Beasts gibt es da nicht. Da, wo wir jetzt hingehen, in den Dungeon. Ja, insofern, was sind das? Ruins. Okay, nö, ich glaube, da gibt es keine Beasts. So, ja, los geht's. Provision. Wenn wir uns noch ausstatten, hier vielleicht ein bisschen mehr zu essen mit als sonst. Also normalerweise 12. Und dann nehmen wir noch zwei mehr mit. Für einen Snack zwischendurch, eine Schaufel, von jedem hier eins. Und 8 Fackeln sollten an und für sich ausreichen. Gut, los geht's. So, wenn wir von der Mission zurückkommen, werde ich auf alle Fälle ein bisschen Kohle hier verputzeln. Und mal ein paar Fähigkeiten freischalten und dann schon langsam müssen wir uns auch darauf konzentrieren, hier ein Team zusammenzustellen, das dann immer zusammen ja, auf Reisen geht und vielleicht dann ein paar Ersatzleute, die wir da austauschen können. Also über kurz oder lang muss man echt ein paar Heroes hochleveln, aber eben nicht nur 4, sondern ein paar mehr, weil man ja aufgrund von Stress und so weiter, die ja auch immer wieder mal passieren lassen muss, ich würde mal sagen, so 8 bis 10 Leute werden wir auf jeden Fall brauchen, die hochgelevelt sind. Ja. Und bevor es soweit ist, stellen wir erstmal sicher, dass wir alle 4 hier wohlbehalten aus der Mission zurückbekommen. So, los geht's. Bin ich echt schon gespannt, wie hier unser neuer Typ
sich schlägst, oder gibt es ein Buchregal, kann ich da irgendwas verwenden? Ich glaube nicht, so zum Lesen. Vielleicht kannst du ein bisschen Stress abbauen, ha? Das wäre doch was. So. Ah, okay. Scouting-Information. Ja, ist okay. Nehmen wir mit. Ja, ist sogar ganz schön viel Scouting-Information. Okay, die ganze Map wird aufgedeckt. Das ist fein. Da können wir eventuell... Ja, wir können auf jeden Fall gefahrlos dann hier komplett durchmarschieren. Wir könnten den Raum hier skippen. Sehe ich jetzt aber nicht ein, wieso. Okay, Fallen werden nicht aufgedeckt anscheinend. Zumindest habe ich die jetzt nicht auf der Map gesehen und auch nicht hier am Boden. In Radiance may we find victory. So, sehen wir jetzt nicht schon hier? Ja, genau. So, marschieren wir da nach oben. Da dürfte jetzt nur eine Kiste anzutreffen sein. Na, sogar eine Fackel. Ja, wunderbar. Her damit. Schnappen wir uns. Zünden wir auch gleich an. Dann gucken wir einmal hier rein. Nicht, wie zu erwarten. Und dann geht's wieder zurück. So weit, so unspektakulär. Jetzt schon futtern, okay. Penner. Verfressene Bande. Und hört endlich auf, hier Stress zu generieren, ist doch gar nichts los. Echt. So, jetzt könnt ihr Stress aufbauen, aber jetzt gibt's ordentlich was auf die 12. So, kann man da irgendwas machen? Ne, kann man nur draufklicken. Noch eine Fackel, also da sind wir gut ausgestattet. Da kommen wir auf jeden Fall durch. Und jetzt nähern wir uns dann dem ersten Kampf. Ich gucke da immer ein bisschen auf den Boden, ob man vielleicht doch eine Falle erkennen kann. Kann man leider nicht. So, 82, da können wir ruhig den nächsten anzünden. Vielleicht können wir die Gegner überraschen. Dann haben wir auf jeden Fall den ersten Zug frei. So. Ja, die sind überrascht. Wie viel Stun Resistance haben die hinten? 25, 25. Light Resistance haben sie nur 20, 7 HP. Ich glaube. Ich versuch's mal mit der Plague Grenade. Na, ja, immerhin, einer hat Blight davon getragen. So, du kannst 3 treffen. Das machen wir auch. Was? Alle 3 gedodged. Leck mich doch. Ach, shit. So, mein Freund, was kannst du? Okay, weniger Dodge, das wäre bei den Typen gar nicht schlecht. Die haben 15 Dodge Stat. Das ist, glaube ich, nicht so wenig. Und sie machen dann 90%. Achso, nee, ich mache 90% meines Schadens. Ja, versuchen wir es mal. Also 90% weniger. So, die können jetzt nicht mehr so gut ausweichen. So, das Illumination bringt leider nicht viel zu heilen, gibt es noch nichts. Und das Mace Bash kannst du von da hinten nicht ausführen. Es ist natürlich ein bisschen schade. Dann wird es doch das hier werden. So. Wenn wir da... Zwei Schaden gemacht hätten, dann wäre das gut gewesen. Ja, schön. Resist von beidem. So, gib mir ja keinen Stress hier. Super. Einer weniger. Ein Crit. Ja, super. Vielen Dank. Also, okay, der ist gestunt. So, aber jetzt kannst du bitte mal treffen hier. Ja, spitze. So, kannst du auch hier einen mitnehmen? Ich gehe mal stark davon aus. Okay, gibt es einen Knockback und Stun Chance. Aber ich werde den ohnehin killen. Dann nehmen wir gleich den da hinten. Ja, okay. Vorausgesetzt natürlich, ich treffe ihn. Was nicht der Fall war. So, sollen wir alle heilen? Wie viel hast du verloren? Nö, ich glaube, dich nehmen wir mit. So, ach Gott, lassen wir einen Plague Doctor in Ruhe. Die arme Sau. So. Okay, also 15 Dodge. Ist gar nicht so wenig bei denen. So, du heilst jetzt aber hier. Den hier hinten mache ich mir echt Sorgen.
Ja, wer ist denn als nächstes dran? Wahrscheinlich du. Dann werden wir dich ein bisschen buffen. So, und ab geht's. Crush. Confidence surges as the enemy crumbles. Kaching. So, noch eine Schaufel. Kann man eigentlich die schon im Vorhinein buffen? Ja, könnte man, aber machen wir nicht. So, weiter geht's. Da kommt gleich der nächste Kampf. Kerze ist, Fackel ist noch am ausreichend am Brennen. So, Füsilier und Halsabschneider. Zahlt sich dann Stun aus? Nö. Wie viel HP hat der? 12. Bin ein bisschen unentschieden, ob es besser ist, jemanden versuchen zu stunnen oder ihm Blight zu verpassen. Ja. Wir machen das mal mit Blight hier. Einen Grapeshot Blast. Er ist ziemlich ungenau, kann das sein? Da muss ich nachher nochmal gucken, was für eine Genauigkeit die Fähigkeit hat. Weil wir schießen da schon ordentlich daneben. Das heißt, versuchen wir das mal mit dem Knockback und Stun. Ja? Und tschüss. Ja, cool. Ne? Das ist eine coole Fähigkeit. Ah, schade. Der kann auch von da vorne das Blanket Fire ausführen. 7 Damage und Bleed. Das ist bitter. Das werden wir aber sofort stoppen. Und du heilst dich bitte auch einmal selber. Super. Das war gerade rechtzeitig. Das war natürlich bitter. Nee, wäre eigentlich ganz schön, wenn wir auch wieder mal drankommen hier. So, du heilst deinen Kumpel da hinten. Boah, ein Crit. Das gibt wieder ordentlich Stress dazu. Wie viel Stun hat der Typ? Stun Resistance 25. Nee, ich mach weiter mit der Plague Grenade. So. Accuracy Base ist 80. Also ein bisschen schlechter als die anderen Fähigkeiten. Wie viel Dodge haben die? 2, 7, 2. Also, ja, sollte man schon mal was treffen auch, oder? Ja, immerhin. So, kannst du den da vorne kaputt machen? Wir machen 4 bis 8 Schaden, haben 10% Chance auf ein Crit. Müssten aber 9 Schaden anrichten. Okay, also gehen wir auf den da hinten. Ah, nicht ganz gereicht. Doch, mit Bleed, mit Blight geht sich's aus, nächste Runde. Also, du bist dann nochmal dran. Super. Dann hätte ich doch auf den da vorne gehen sollen. Aber wir sind ja Gott sei Dank nochmal dran, aber eigentlich wollte ich jetzt nochmal eine Runde heilen. Wie viel Schaden machst du? 2 bis 4 ist sowieso zu wenig, da heilen wir nochmal. Für 5. Ist okay. Und wir sind auch nochmal dran, aber... Okay, du kannst genau gar nichts machen jetzt. Wen buffen wir denn da? Ich würde mal sagen, der kommt als nächstes dran. Und kann ja ernsthaft was ausrichten mit seinen Fähigkeiten. Nee, okay, meine Schuld, sorry. Aber sollte auch so ausreichen. Ach komm. Penner, das kommt davon, weil er eine Augenklappe hat. Da kann ja die Genauigkeit nicht allzu groß sein. So, du bist gebufft und du machst ihn jetzt fertig. So, her mit der Kohle. Wie sieht's aus? Brauchen wir was zu essen? Ja, du vielleicht. Ein bisschen. Und du auch. Ihr seid eh noch am Bluten. Fackel passt. Weiter geht's. So, da gibt es jetzt was Neues. Da könnte man doch... Sieht so aus, als könnte man da ein Wasser reinschütten. So, vielleicht wirst du ein bisschen stresslos, ha? Malvalé, mach mir doch den Gefallen. Rein damit. ...30% Damage, das war's. Oh, lame. So,
So, nächster Kampf, da wird es schon ein bisschen spannender. Schauen wir mal, wie viele Gegner auf uns warten. 4, ja. Immerhin surprised. Da können wir gleich mal... Diesmal gehen wir auf Stun. Wunderbar. Weil die Typen machen ordentlich Stress. Ich möchte ihn nicht... gar nicht erst zum Feuern kommen lassen. So, du machst jetzt auch... du machst jetzt auch einen Angriff. Ich will die zwei Typen da hinten auf jeden Fall mal aus dem Weg haben. Am ersten Mal Nummer 3. Weil dann kann der gute Dima... den, ja klar, genau den trifft er nicht. So. Minus 5 Speed für alle. Das heißt, wir sind... haben wir fast eine extra Runde frei. Huh? Wir könnten natürlich auch noch jemanden stunnen und einen von den Typen hier nach vorne ziehen. Damit wir den leichter fertig machen können. Ich glaube, ich versuche es mal damit. So, haben alle einen Debuff. Weniger Dodge und weniger Speed. Aber die kommen jetzt trotzdem zumindest mal dran. Und unsere Crew, das sieht schon gar nicht mehr so frisch aus. So, nochmal Blinding Gas. Nö. Jetzt gibt's eine Plague Grenade. Wir müssen da ein bisschen mehr auf die Tube drücken beim Schaden. Zusätzlich noch einmal Grapeshot Blast. Ja, und jetzt kommt die Stressattacke. Na, natürlich auf unseren Plague Doctor da hinten. So, jetzt muss es was auf die Glocke geben hier. So, du kannst alle treffen. Du machst... Ach so, nee, falsch. Okay, aber zumindest den hier kannst du mal mitnehmen. Der hat nur noch ein HP. Super. Eine Sorge weniger. Und haut auch die Leiche da nach hinten. Das ist natürlich auch gar nicht so zu verachten. So, du musst jetzt mal heilen. Du heilst dich selber. Sonst gibt es ein Unglück. Der ist nächste Runde tot. Töter als tot, am totesten. Ey, die haben eigentlich minus 5 Speed. Ich hätte mir schon erwartet, dass ich da vielleicht dazwischen nochmal drankomme. So, Stun Resistance 25. Wie viel Schaden mache ich? 4 bis 7. Den könnte ich mitnehmen und den könnte ich vor allem auch mitnehmen. Und das mache ich auch. Gott verdammt. So, heilst du oder teilst du aus? Wie viel hat denn der noch? 3 HP. Nee, ich muss heilen. Das war der falsche Spell. Ich Idiot. Das war der falsche Spell. Jetzt wird spannend. Ach, das war vollkommen unnötig und absolut dämlich. So, der da hinten... der kommt eh nicht mehr dran. Der ist nächste Runde tot. Das heißt, ich muss möglichst schauen, dass der so schnell wie möglich hier dran kommt, weil er am meisten Damage hat. So, komm. Jetzt bist du dran, jetzt bist du dran. Nee! Okay, aber er geht immerhin hier auf die... Ah, Glück gehabt, dass sie auf meinen Highwayman nicht losgehen. Schwein gehabt. So, Grapeshot Blast wäre zu wenig. Du kannst aber hier 4 bis 7 Damage machen und den mal eliminieren. Vielen Dank. So, und das sollte ja jetzt wohl zu schaffen sein. Ja, nochmal hier ein Buff. Plus 50% Damage. Das ist natürlich auch geil. So, da komm her, mein Freund. Ich zeig dir mal was. Was? Nur 6 Damage? Das war aber auch das absolut schlechteste Ergebnis. Ist die Frage, kommen wir jetzt nochmal zuerst dran oder eher? Ich glaube, unser... ich glaube, unser Highwayman war schon dran. Das heißt, ich muss den fast fertig machen. Ja. Naja. So, mal die alte Reihenfolge wiederherstellen. Wie weit haben wir es denn jetzt noch? Also, ja, ein Kampf kommt noch. Ein Kampf kommt noch. Da teile ich vielleicht noch mal eine Essensration aus. So, aber erstmal weiter im Text. So,
So, pack du mal aus, vielleicht ist da was Vernünftiges drin. Ja, Gold, schön. So, gut, dass wir eine Schaufel mit haben. Also Fackeln gab es in der Mission ja ohne Ende. Okay, dass da jetzt ein Kampf auf mich wartet, damit habe ich nicht gerechnet. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das dann am Radar zu sehen wäre. Jetzt wird schon sehr schwierig, aus der Nummer nochmal rauszukommen. Na, schade, nur ein Stun. Immerhin wäre der jetzt dran gewesen. So, Gegner so schnell wie möglich kaputt machen. So schnell wie möglich. Minus 25, minus 15. Also meisten Damage mache ich hier mit Open Vein. Mit Grapeshot Blast kann ich vielleicht unseren Krieger hier in die Situation versetzen, dass er da von da vorne jemanden killen kann. Na, immerhin ein Treffer. Das ist schon mal viel wert. Ich brauche auf jeden Fall beim nächsten Mal mehr Bandagen. So, jetzt den richtigen Spell. Okay, damit überlebt er vielleicht eine Attacke mehr. 21 Stress! Bullshit! Sage ich dann nur. Viel zu viel. Wow. So, weniger Speed, weniger Dodge, aber... Nee, das möchte ich eigentlich nicht. Machst du genug Schaden? Nee, bei weitem nicht. Nee. So. Ja, immerhin Crit. Er ist gestunt und die Reihenfolge bei denen ist verändert. Ich muss auch mehr darauf achten, wer schon dran war. Das sieht man ja eh hier an den Strichen, sehe ich gerade. Okay, zu viel Stress. Super, focused. Das ist eine gute Eigenschaft. So, und zwar, das möchte ich jetzt natürlich genau wissen, wenn das Game, ah ja, hier, bla bla bla, okay, sie können also, da kann was Gutes rauskommen, wenn das Stresslevel die Hälfte erreicht hat oder was Schlechtes. Das Stresslevel geht auch bis 200, wir waren jetzt bei 100, ich frage mich, wann das über 100 hinausgeht. Na, schauen wir mal, wo sehe ich denn das jetzt? Focused, ja. Was heißt das? Sehe ich das irgendwo? Focused. Nee, sorry. Ja, hier die Werte sind gebufft. Sehe jetzt aber nicht genau, wo sich das Focused auswirkt. Ach so. Nee, das ist noch von vorhin, die 30%. Ja, ich sehe es jetzt nicht. Nachher mal kurz googeln. Machen wir mal weiter. Kann man die hinten nochmal stunnen? Plus 40 Stun Resist. Nö, unwahrscheinlich. Das heißt, ich sollte eher... Gebe ich jemanden hier Damage? Oder mache ich selber Damage? Ich glaube, ich mache selber Damage. Schön. Ah, endlich mal ein Dodge. Das war, glaube ich, der erste Dodge, den wir hier gemacht haben. Höchste Zeit. So, können wir jemanden mitnehmen hier? Nö. Aber wir könnten das vorbereiten. So, das macht 5 bis 9. Wie viel macht denn der Grapeshot Blast? 3 bis 5. Das würde eventuell auch reichen. 5, 5, 4. Super. Glück gehabt. Das Glück des Tüchtigen, sage ich jetzt mal. Und jetzt können wir da jemanden ins Grab befördern. Das ist zu wenig Schaden, da brauchen wir mehr. So, wir nehmen den da. War da? Du warst noch nicht dran. Das heißt, wenn ich dich mitnehme... Da machen wir aber nur 1 bis 1 Schaden, warum auch immer. Zu wenig. Ach so, hier Rampart. 2 bis 4 Schaden und der hat 4 HP, ist mir zu gefährlich. Den nehmen wir mit, weil der wird jetzt nochmal drankommen hier. Jetzt ist es eher unwahrscheinlich, dass er drankommt. So, heilst du nochmal? 9, 8, 11. Ja, du heilst. Und zwar dich selbst.
Das wird teuer. 7 Schaden. Also die machen natürlich auch normalerweise mehr Schaden, als ich heilen kann. So, Grapeshot Blast wäre jetzt fast eine Verschwendung hier. Du machst 5 bis 9 Schaden. Das reicht. Hätte auch für den da vorne gereicht. Aber ja, mit der Attacke kann ich leben. Ah, so, jetzt gibt's nochmal einen Buff. Oder? Hä? Das war vorher noch nicht da. Curio, Virtue, Virtue. Ah, okay, Virtue. Ist es das? Ich habe keine Ahnung. So, wenn du so fokussiert bist. Der kriegt nächste Runde 4 Schaden. Nochmal 4 wäre zu wenig. Ich versuche ihn nochmal zu stunnen. Jawohl. Jetzt nimmt er 4 Schaden und kann nichts ausrichten. So, du musst sowieso heilen. Naja, nee. Du könntest den hier auch noch ein bisschen HP nehmen. Aber ich glaube, den können wir sowieso jetzt mitnehmen. Oder ins Grab schicken, besser gesagt. Jupp, du heilst mal. Jetzt bist hoffentlich du dran. Nach dem hier. Jawohl. Du haust ordentlich zu. Und tschüss. Nee, zu wenig. Um eins zu wenig. Verflucht. Ach, Gott sei Dank. Okay, ich bin zuerst dran. Das wäre der sicherere Treffer. Aber so nehmen wir den da hinten auch mit. Ich riskiere es. Ja, super. So, nochmal heilen ist leider nicht drinnen. Außer ich gebe dir nochmal 3 Speed. Vielleicht kommt die dann als nächstes dran. Nö. So, da müssen wir jetzt was machen, was keinen Schaden verursacht. Ah, schade. Ich dachte, ich komme noch mal mit der Heilerin dran. Vorher. Ach, können wir da irgendwas... Irgendwas machen. Plus 10 Stress Damage. Aber das ist gleich vorbei. Ich habe keine Bandagen mehr. Ja, ich muss das nächste Mal mehr zu essen mitnehmen. Das ist eindeutig zu wenig. So, einen Schlüssel haben wir noch. Okay. Und so weit ist es auch nicht mehr. Also, dass wir noch zweimal essen müssen, ist eher unwahrscheinlich. So, du kriegst auf alle Fälle was zu futtern. 8, 9. Okay. Na, weiter geht's. Ich hoffe, dass das wirklich der vorletzte Kampf hier war. Weil noch so einen werde ich wahrscheinlich nicht überleben. So, und beim nächsten Mal, wenn ich jetzt was essen muss und ich habe nichts mehr, dann kriegen die jede Menge Gesundheits- und Stressschaden. Okay, da ist niemand drin, das ist schon mal beruhigend. Ich muss nur noch bis hierhin, den letzten Raum kann ich mir sparen eventuell. So, jetzt heißt Daumen drücken, dass da nicht nochmal eine Hungerattacke kommt und dass der nächste Kampf gut läuft. Wir haben noch genug Fackeln, da bin ich jetzt verschwenderisch. Da sind nur 3 Gegner. Das ist machbar. Naja, es fängt schon mal gut an. Dann kann es hoffentlich auch so weitergehen. Versuchen wir mal den zu stunnen hier. Hey, verflucht. Ja, das wäre wichtig gewesen, genau deswegen. So. Macht das genug. Für den hinten könnte es reichen. Oder für den hier vorne. Ja, ein Crit. Super. Das war wichtig. Heilst du oder attackierst du? Ich glaube, du heilst nochmal, oder? Oder alle? Das wären maximal 8. Das macht sogar mehr Sinn. 2, 3...
1, 2, 3, 4, 5. Das waren jetzt 5 geheilt, das ist okay. Der Penner. Jetzt hat er mir da Positionen durcheinander gewirbelt. Du machst auf jeden Fall mehr Schaden. Du musst ordentlich austeilen. Grapeshot Blast macht für 2 Einheiten 6 bis 8 Schaden und Open Vein macht 4 bis 8. Dann würde ich sagen, auch hier ist Grapeshot Blast noch besser, oder? Ja, waren jetzt 7. Ja. Okay. Die haben auch einen Debuff hier. Weniger Dodging. So, du machst jetzt 6 bis 11 Schaden. Er hat noch 8 HP. Gehen wir hier hinten auf Nummer sicher? Nee, weil der wäre jetzt noch dran. Dann nehmen wir den vorne und hoffen, dass es reicht. Und es reicht. Gerade noch so. So, wer ist in der nächsten Runde als erstes dran? Der hat einen Speed von 6. Ich habe hier 7, okay, ich bin auf jeden Fall als erstes dran. Speed auch 7, okay, das reicht. Das heißt, es wird geheilt. Für 8 Punkte, super. Genau. Ah, okay. Seine Fähigkeit gibt hier anderen Leuten irgendwelche Buffs mit. Ja, cool. Wir buffen trotzdem nochmal dich. Das führt dazu, dass du als nächstes dran bist. Okay, der hat ohnehin Speed 9. Aber gebufft, oder? Ja, normalerweise hat er nur Speed 3, weil er ist das langsamste. Und durch den Buff ist er jetzt als nächstes dran. Und dürfte den hier fertig machen. 13 Damage. Spitze. 175 Gold, naja. Das geht besser. So, ich glaube, hier in das Ding kann man normalerweise auch was reinschütten. Aber wir haben nichts mehr. Funktioniert das? Nö, bringt nichts. Funktioniert das? Nö, auch nicht. So, dann greifst du einfach mal rein hier, ein bisschen durchwühlen da die Toten. Na bitte, ein paar Edelsteine. So, die werden wir auch nicht mehr brauchen. Das heißt, das gebe ich dir jetzt. Super. Und jetzt ist der Debuff weg. Wie weit haben wir es noch? Ne, ich gehe mal ohne Anzünden rein. Hoffentlich kein Kampf, kein Kampf, kein Kampf. Ne, kein Kampf, okay. So. Jetzt können wir uns natürlich aussuchen. Wir haben nichts mehr zu essen. Es kann also passieren, dass ich hier eine Hungerattacke kriege. Da wäre aber natürlich auch noch eine Kiste. Bis zu der würde ich noch ganz gerne gehen eigentlich. So, 2 Räume. 1, 2. Okay, geschafft. Nehmen wir mit. So, und da ganz hinten ist jetzt nichts mehr zu erwarten. Ist da vielleicht noch eine Falle, die ich entschärfen kann? Ja. Wer hat da die größten Fähigkeiten? 90. Das würde auch seinen Stress reduzieren. Du hast 70. Ich versuch's. Ach, verflucht! Und nochmal 6 Schaden mit. Genommen. Und jetzt im letzten Raum, da ist ja glaube ich, in dem letzten Raum nochmal ein Kampf ist, dann bezweifle ich wirklich stark, dass wir da ohne Verluste nochmal rauskommen. Ich lasse es gut sein. Den Quest haben wir abgeschlossen. Ordentlich Loot verdient. So. Hopp, hopp, hopp. Next. So, welche Trades gibt es dazu? Auch nur am Saufen. Blutet dafür nicht so leicht, das ist gut. Also es gibt ziemlich viele Einschränkungen, wo ich die Leute hinschicken kann zum Stress abbauen.
Oh, minus 5 Accuracy, das sollte man schnellstmöglich kurieren. Ja, okay, Scouting, das ist ja so ziemlich... Also, halte ich jetzt nicht so viel. Halte ich jetzt nicht für sehr wertvoll, den Skill. Jetzt schauen wir mal, ob wir auch schon die... ob wir noch was freischalten. Survivalist ist unlocked, Sanitarium ist unlocked. Und Nomad Wagon ist unlocked. So, was gibt's hier? Da können wir die Camping Skills upgraden. Zum Campen kommen wir erst noch. Bei mittleren und großen Maps. So, und da können wir jetzt endlich unsere negativen Eigenschaften entfernen lassen. Zum Beispiel, wen haben wir denn? Den wir sowieso, oder? Hat die Frage. Also ich kann auf jeden Fall entweder dich oder dich hier reinschicken. Ich würde mal sagen, was hast denn du? Dich behalte ich auf jeden Fall. Will only drink. Das könnte man mal wegmachen hier. Was das hier wirklich bedeutet, weiß ich eigentlich nicht. Aber die schicken wir auf jeden Fall mal. Okay, Medical Ward, Treatment Ward. Da können wir eben Quirks das hier beheben lassen. Ah, okay, und das andere ist nur für Krankheiten. So, zahlt sich's aus, dass hier... ...abzugraden. Wann kann ich denn da das zweite freischalten? Weil da steht nur Increases Number of Medical Ward Slots to 2. Das gilt ja nur dann für das hier unten, oder? Für eben den Medical Ward. Treatment Cost, Treatment Cost. Okay. Das kostet jetzt nicht viel zum Upgraden. Was kostet es normalerweise, wenn man da jemanden einsteckt? 1500. Holy shit. Und wenn wir das upgraden. Naja. 150 weniger. Ich mach's trotzdem mal. Ja, Handschellen, ja, tatsächlich, mein Lieber. So, was gibt's Nomaden? Was gibt's hier vom Nomaden zu kaufen? Naja. Nee. Überzeugt mich jetzt nicht. Schauen wir mal, ob es neue Rekruten gibt. Gibt es. Auch eine neue Klasse haben wir jetzt da. Einen Seeker Hellion. Die ist auch vorne gut. In den ersten zwei Positionen. Ich bräuchte mal jemanden, der so an der dritten richtig fetzt. Die war früher ziemlich gut. Wie viel Schaden machten die? 6 bis 12, ist ordentlich. Das macht vollen Schaden. Das stunt den Gegner mit ziemlich gutem Schaden nach wie vor. Ach so, das reduziert ihre, aber reduziert ihre eigenen Fähigkeiten danach. Da macht sie danach weniger Damage und kann schlechter ausweichen. Dafür kann sie da zwei Einheiten auf einmal stunnen. Nee, ich weiß nicht. Da bin ich jetzt nicht so überzeugt. Was gibt's denn da noch? If it bleeds. Okay, da kann sie die Leute bluten lassen. Oder Adrenaline Rush. Kann sie sich selber ein bisschen buffen. Wäre eine Möglichkeit. Dazu muss ich aber erst meinen Roster upgraden. Ich kann keine Leute mehr aufnehmen. Ah, noch ein Plague Doctor oder noch ein Kreuzfahrer wäre natürlich schön. Ja, das machen wir. Jetzt können wir drei mehr aufnehmen. Ich nehme jetzt mal alle drei. Rauswerfen können wir später immer noch jemanden. Barbaric Rage. Und als nächstes, das machen wir in der nächsten Episode, werden wir dann unsere Helden ein bisschen hier hochleveln. Kann ich mir in der Zwischenzeit ein paar Strategien überlegen. Ein, zwei sage ich danke fürs Zusehen und ich sehe euch in der nächsten Episode. Ciao.